Wir sind wieder zurück auf YouTube und haben einmal innegehalten und haben überlegt, was waren die 5 größten Probleme, die unsere Gäste im Zusammenhang mit ihrer Reise in unseren Ferienwohnungen hatten, und zeigen dir jetzt hier in diesem Video eine Zusammenfassung. Viel Spaß! Kommen wir zu unserem Problem Nummer 1, und das ist das Internet. Das Internet hat immer wieder irgendwo irgendwelche Probleme, und das führt dazu, dass der Gast dich anschreibt über Airbnb, über Booking.com oder dir eine E-Mail schickt oder versucht dich anzurufen, dir versucht eine SMS zu schicken. Hey, das Internet funktioniert nicht, ich kann mich entweder nicht einwählen oder die Geschwindigkeit ist so langsam. Irgendwas ist da immer. Das Problem mit dem Internet, es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, entweder ist es ein Fehler vom Provider, das heißt, der Provider ist dafür verantwortlich, dass das Internet wieder funktioniert. Das ist in dem Fall halt Vodafone, O2, früher auch Unity Media, diese ganzen halt eben. Und wenn die eine Störung haben, dann kannst du natürlich sehr, sehr wenig machen, aber dem Gast hilft das natürlich auch nicht. Das heißt, du kannst aber proaktiv hergehen und kannst sagen, hallo lieber Gast, ja, tut mir leid, dass du Internetschwierigkeiten hast, aber wir schauen mal nach, woran es liegt. Und dann gehst du her und schaust auf die Störungskarte, denn sowas bieten Provider an, des Netzwerkanbieters, den du hast, und dann kannst du zum Beispiel bei Vodafone auf die Homepage gehen, dort nach dieser Störungskarte suchen, und dort suchst du dann nach dem Gebiet, wo sich die Ferienwohnung befindet, und siehst dann, okay, alles klar, da findet gerade eine Wartung statt und deswegen ist dort eine Störung verzeichnet, und das kannst du dem Gast mitteilen, dann weiß der schon mal Bescheid, es liegt nicht an dir, es liegt am Provider. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es liegt an einem internen Problem, das heißt, dein Router hat ein Problem. Oder generell, es liegt irgendwas an was Netzwerktechnischem im Haus. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, nach einem gewissen Schema vorzugehen. Zum Beispiel kannst du erstmal prüfen, okay, leuchten die Kontrolllampen am Router? Und dort gibt es halt eben verschiedene, je nachdem, welche du hast. Merk dir vorher, bevor du den installierst, welche Kontrolllampen leuchten müssen. Und lass dir vom Gast ein Foto schicken von dem Router, damit du weißt, ob die Kontrolllampen fürs Internet leuchten oder nicht. Dann kannst du weiter in die Diagnose gehen und kannst schon mal schauen, okay, die Kontrolllampen leuchten alle, das heißt, das liegt schon mal nicht am Router. Jetzt hast du aber nochmal die Möglichkeit, das Netzwerk einfach zu resetten, und dann sagst du dem Gast einfach einmal, ja, einmal bitte den Router neu starten. Und wenn es immer noch nicht zur Lösung geführt hat, das heißt, du hast den Provider gecheckt, du hast den Router gecheckt, du hast ihn neu gestartet, dann gibt es natürlich wenig Möglichkeiten, die du noch machen kannst. Du kannst dann nur weiter in die Diagnose gehen und schauen, okay, wird der Netzwerkname angezeigt? Nein? Okay, alles klar, ist wieder ein anderes Problem. Weil was auch immer wieder sein kann, ist, dass der Router von irgendeinem Technikspezialisten, den du vielleicht als Gast hattest, zurückgesetzt wurde. Und ein zurückgesetzter Router, der hat natürlich dann plötzlich einen ganz anderen Netzwerknamen. Das heißt, du musst auf jeden Fall dann jemanden vorbeischicken, und dieser muss dann halt eben dafür sorgen, dass diese Werkseinstellungen wieder behoben werden und dort halt eben dann der jeweilige Gast Internet hat. Das kannst du aber umgehen, indem du diese Rückseite auf dem Router mit den Einstellungen drauf, indem du die abmachst oder änderst. Das heißt, es gibt ein Admin-Passwort, um in die Zugangsdaten quasi von deiner Internetoberfläche zu kommen. Und die kannst du ändern, sodass da andere Gäste nicht reinkommen und Einstellungen vornehmen oder den auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das heißt also, Problem Nummer 1, Internet und Router. Kommen wir zu unserem zweiten Problem, und das ist das Problem Frage XY. Damit meine ich, dass der Gast eine spezifische Frage hat, wo etwas liegt oder wie etwas funktioniert. Das ist etwas, was immer wieder kommt, und dort kannst du dich selbstverständlich gegen wappnen. Also was heißt gegen wappnen? Ein bisschen Gastkommunikation ist natürlich schön, aber wir wollen in einem skalierbaren Airbnb-Business das Ganze natürlich automatisieren. Das machen wir mit FAQs. FAQs sind frequently asked questions, perfektes Englisch. Und das sind halt eben Fragen, die am häufigsten gestellt wurden von Gästen. Und du kannst dir halt eben über die Zeit, wo du deine Ferienwohnung betreibst, immer aufschreiben, welche Fragen haben die Gäste geschrieben, und kannst diese in diesen FAQs quasi zusammenfassen. Das heißt, das ist dann die Frage, wo befindet sich die Waschmaschine? Wo befindet sich der Zugang zum Internet? Wie komme ich in den Fernseher rein? Wie kann ich den HDMI-Slot ändern? Solche Sachen kommen dann. Und du hast die Möglichkeit, in diesen FAQs diese ganzen Fragen aufzulisten. Und dadurch
dir extrem viel Zeit zu sparen, weil die ganzen Gäste sofort sehen, okay, alles klar, diese Frage wurde schon mal gestellt, darauf gibt es eine Antwort und ich habe sofort eine Lösung für mein Problem. Damit die natürlich aber dieses FAQ überhaupt sehen, brauchst du ein Online-Guidebook. Und das Online-Guidebook kannst du dir so vorstellen wie eine Art Gästemappe, physisch, nur halt eben online. Das heißt, du hast nichts, wo du drin rumblätterst, sondern du hast alles online auf einer Internetseite, auf einem Link, den du deinem Gast zur Verfügung stellst. Und dort steht die Check-in-Anleitung drin, dort steht ein Check-in-Video drin, wie du reinkommst. Und dort steht vor allen Dingen diese FAQs drin mit den häufigst gestellten Fragen, am besten mit Fotoantworten, dass sie genau sehen, wenn du die Frage beantwortest, wo sich die Waschmaschine befindet, dass du ein Foto vom Raum machst, wo sich die Waschmaschine befindet, mit dem großen Kringel drumherum, wo eigentlich genau die Waschmaschine ist und welche Waschmaschine das vor allen Dingen ist. Also, das heißt, du brauchst ein Online-Guidebook, dort müssen dann die FAQs rein und der Gast, der kriegt, bevor er seine Reise antritt, die Check-in-Anleitung auch nur über das Online-Guidebook. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, halt eben den Gast einmal auf dieses Online-Guidebook zu führen, also das perfekt quasi zu streuen. Und auf diese Art und Weise weiß der Gast dann sofort, wo er die Sachen finden kann und kriegt sofort Lösungen für seine Probleme. Kommen wir zu Problem Nummer 3. Schwierigkeiten beim Check-in. Ist ein absoluter Klassiker. Du kriegst den Anruf vom Gast, der steht am Anreisetag vor dem Apartment und weiß nicht, wie er reinkommen soll. Jetzt könntest du hergehen und den Fehler beim Gast suchen, ist aber kontraproduktiv. Dein Check-in-System muss so gut sein, dass jeder Gast zu jedem Zeitpunkt die richtigen Informationen hat, um einfach und problemlos einchecken zu können. Wie gehst du jetzt also vor? Erstelle eine einfache und präzise Check-in-Anleitung, die du deinem Gast rechtzeitig mindestens 3 Tage vor Check-in zukommen lässt. Am besten ist es, wenn du zu dieser Check-in-Anleitung noch Fotos aufnimmst, die genau beschreiben, wo ist der Schlüssel-Safe, wo ist die Eingangstür, wo ist dein Apartment, wie geht's rein. Idealerweise nimmst du hierzu auch noch ein Check-in-Video auf, das du mit verlinkst. Jetzt kommt der Anreisetag und dann hast du immer noch den ein oder anderen Technikmuffel dabei, der sich nicht auf seine Reise vorbereitet hat. Für diese Leute schickst du noch am Anreisetag morgens eine SMS direkt aufs Handy mit dem Hinweis, hey, schau doch bitte in deine E-Mails, dort haben wir deine Check-in-Informationen für dich hinterlegt. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Die Ferienwohnung ist nicht richtig sauber. Auch das passiert. Fehler passieren. Mal wird ein Haar vergessen, mal ist es der Kaffeefilter, mal hatten deine Reinigungsleute einfach richtig viel zu tun und konnten die Ferienwohnung nicht mit der nötigen Sorgfalt reinigen. Jetzt ist das Kind aber in den Brunnen gefallen. Du hast einen zornigen Gast, der dich anruft und sagt, hey, hier, die Wohnung ist überhaupt nicht dreckig, hier will ich überhaupt nicht bleiben. Was machst du jetzt? Erstmal gilt es, deinen Gast zu beruhigen und zu sagen, ja, ich verstehe dich, du hast vollkommen recht. Und dann kannst du als nächsten Schritt anbieten, deine Reinigungskraft sofort vorbeizuschicken, damit die Ferienwohnung nochmal gereinigt wird, denn das ist überhaupt nicht dein Anspruch. Du möchtest natürlich, dass dein Gast eine wunderbare und schöne Zeit in deinem Apartment hat und nicht so einen negativen Gesamteindruck bekommt. Möchte dein Gast das nicht, kannst du immer noch anbieten, dass du die Reinigungsgebühr erstattest, sodass dein Gast nicht für die mangelnde Reinigung aufkommen muss. Wenn auch das nicht gewünscht ist und dein Gast so unzufrieden ist, dass du sogar die schlechte Bewertung riskierst oder er im Zweifel auschecken möchte, ja, dann kommt es jetzt auf dich an, ob du bereit bist, noch mehr zu geben, zum Beispiel einen Teil vom Übernachtungspreis zu erstatten oder aber, ob du dem Gast eine Ersatzunterkunft ermöglichst. Auch hier kannst du natürlich Möglichkeiten und Vorkehrungen treffen, wie genau das nicht passiert. Kleine Fehler werden immer passieren, da brauchst du dir gar keine Illusion machen. Aber was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Checkliste geschrieben, eine Reinigungscheckliste, die wir unseren Mitarbeitern an die Hand geben und an die sie sich halten sollen. Reinigungsfirmen, sagen wir sogar, schick uns nach jeder Reinigung Fotos, dass wir auch beweisen können, hey, die Wohnung ist sauber. Wenn du diese Reinigungsliste runterladen möchtest, den Link findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir zu unserem Problem Nummer 5, dem letzten Problem. Und das ist ein Problem, das kann selbstverständlich auch über die FAQs gelöst werden, aber darauf muss man nochmal ganz besonders aufmerksam machen, weil hier handelt es sich um ein Problem, da denkt man meistens nicht drüber nach, aber in anderen Ländern ist die Heizung einfach anders als in Deutschland. Beispielsweise, wir kriegen immer mal wieder die Frage von ausländischen Gästen,
Wie funktioniert eigentlich diese Heizung? Die sehen die Heizung oder die Heizkörper eher gesagt in Deutschland, die sehen da das Thermostat, den man drehen kann, aber die verstehen es nicht, weil sie bei sich zum Beispiel in den USA diese Heizkörper gar nicht haben. Die haben halt nicht dieses Übersetzungssystem, dass man hier über 1 bis 5 geht und 1 ist dann irgendwie 17, 18 Grad und 5 ist dann über 30 Grad oder was auch immer. Aber das ist halt eben der große Unterschied. Das heißt, die kennen halt eben nur das genaue Einstellen der Temperatur und halt eben nicht diese Thermostate, an denen man drehen kann. Das heißt, du musst für die halt einmal übersetzen, wie diese Heizkörper-Thermostate überhaupt funktionieren. Zusätzlich kommt vielleicht manchmal noch erschwerend hinzu, dass du ein smartes Panel, ein Zentralpanel hast, weil du eine Zentralheizung hast. Das heißt, du hast irgendwo eine Wand, irgendwo so ein Panel. Und dort gibt es unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten und die sind auch auf Deutsch. Das heißt, der Gast, der muss sich erstmal darauf einstellen, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas umstellen möchte, wie funktioniert das? Und natürlich wäre es am besten, wenn du den gar nicht an dieses zentrale Panel lässt. Aber wenn er natürlich nicht weiß, wie man die Heizung einstellt, dann stellt er da erstmal ein paar Sachen um und stellt dann zum Beispiel aus Versehen Sommerzeit ein, dass zum Beispiel die Heizung gar nicht mehr funktionieren. Und dann dreht er das Thermostat auf von der Heizung und da kommt halt eben nichts. Es wird halt nicht warm. Und deswegen versuch es so hinzukriegen, dass du entweder es so schaffst, dass du immer eine Kindersicherung in diesem Zentralpanel hast, dass man da nicht drauf zugreifen kann und immer das richtige Automatiksystem eingestellt ist. Oder hab ein smartes Heizsystem, wo du halt eben die Möglichkeit hast, von zu Hause direkt zu sehen, okay, da ist es gerade 23 Grad drin, die Heizung funktionieren also kannst du dem das halt eben auch so weitergeben. Hast dann natürlich die Möglichkeit, dann direkt hier auf 25 über eine App zu stellen. Und das wäre zum Beispiel eine andere Möglichkeit. Die letzte Möglichkeit ist natürlich, die Heizung funktioniert einfach nicht. Das heißt, es gibt irgendwelche Fehler im Haus, vielleicht ist die Sicherung rausgegangen, es können verschiedene Dinge passieren. Aber was du dann machen kannst oder was du immer an der Hand haben solltest, ist ein Heiztechniker oder Haustechniker, den du anrufen kannst bei solchen Bedarfsfällen. Natürlich kann der vielleicht nicht immer sofort, aber dass du halt eben sofort einen Termin abklären kannst und den Gast auf jeden Fall schon mal sagen kannst, hey, ja, wir haben dein Problem gehört, wir versuchen schnellstmöglich dafür eine Lösung zu finden und lassen einen Fachmann vorbeikommen, damit er die Heizung sofort für dich repariert. Es ist schön, wieder hier zurück auf YouTube zu sein. Ich bin Falk vom Febo Butler, das ist Niklas. Vielen Dank fürs Zuschauen.